Hi Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Project Castaway. Heute mit der Insel Nummer 3, wenn ich mich nicht täusche. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Ich bin natürlich schon mal hingesegelt, aber ich zeige euch vorher noch ganz kurz, was ich bei der anderen Insel noch gemacht habe. Und zwar war es ja so, dass ich dort in die Mitte geschwommen bin und die Haie mich attackiert haben. Und ich wollte ja aber eigentlich noch gucken, ob da noch irgendwas ist, was brauchbar wäre. Also, ich war natürlich wieder so ein Fuchs, habe mir also ein Mini-Mini-Floß gebaut, bin damit hin, wie ihr auf den Bildern sehen könnt, und habe dann da tatsächlich auch noch neben einem zweiten Wilson-Kopf, Ball, einen silbernen Kelch, glaube ich, gefunden. Den seht ihr auch hier. Und genau, das war es dann auf der Insel. Mehr habe ich tatsächlich nicht gesehen. Und in dem Sinn würde ich sagen, wir schauen uns einfach auf Insel Nummer 3 um. Ich wünsche euch viel, viel Spaß und let's go! Ja, meine Lieben, und das hier ist Insel Nummer 3. Wir sind sicher angekommen. Ich war halber am Verdurschen, deswegen musste ich da hinten mal ganz kurz einen Baum fällen schon. Wegen einer Kokosnuss, da war es aber dunkel. Ich habe also tatsächlich nicht viel gesehen. Hier ist unser kleines Floß, schaut aus wie immer. Und was mich tatsächlich so richtig nervt, hier sind ja die beiden Dinger, die ich auf der vorherigen Insel gefunden habe. Aber die mitzunehmen ist irgendwie immer ein bisschen tricky, denn wenn ich sie hier in unserer Kiste drin lasse, dann fliegen sie irgendwie immer raus, dann sind sie im Wasser und dann muss ich wieder ewig auf die Suche gehen, bis ich sie gefunden habe. Und ich frage mich halt tatsächlich, ob das so sein soll, ob man die mitnehmen soll oder ob man die einfach auf der Insel lassen kann. I don't know. Aber ist jetzt auch wurscht. Wir wollen ja auf Erkundungstour gehen und uns nicht über das den Kopf zerbrechen. Oh, und hier ist ja ein Sofa. Geilo. Das können wir uns mal merken. Das nehmen wir dann mit zu unserem Haus, packen es uns aufs Boot und schauen, ob wir es irgendwie transferieren können. Transferieren. Hier ist übrigens unsere erste Heimatinsel. Und dann haben wir da hinten noch eine. Und ich weiß gar nicht, ob wir dann sonst noch eine Insel haben oder ob das die zwei letzten sind. Das müssen wir mal gucken. Und ich muss schauen, dass ich unbedingt auch was zu trinken herkriege. Jetzt weiß ich nicht, wo fangen wir denn an? Wir müssen natürlich wieder mal überall lang. Ich nehme jetzt mal so einen Klopf mit. Inventar voll. Okay, da nehme ich eben keinen Klopf mit. Kloffi Klopf. Was ist hier? Ein alter Fernseher. Auch geil. Bringt uns aber nicht weiter. Flaschenpost haben wir immer noch nicht gefunden. Hallo du. Komm, schleich dich. Du. Sorry. Die armen Tiere müssen leiden. Und es fängt an zu regnen, das ist einwandfrei, denn ich habe hier hinten unseren Schildkrötenpanzer platziert. Jetzt muss ich nur gucken, wo genau das war. Wo habe ich denn den hingestellt? Ah, hier. I can see it. Oh, aber was ich auch sehe, ist hier die Blueprint für Elite Crab Trap. Die Elite Crab Trap. Ist was drin? Ja, ein bisschen. Dann trinken wir das mal, dass wir ein bisschen voller sind. Oh, krass. Und hier ist ja sogar so eine Art Höhle. Ist hier noch irgendwas? Nee, cool. Ich bin gespannt. Was erwartet uns hier? Hier haben wir wieder eine Sticky Note. Und zweimal Blueprint. Einmal für Meat Smoker und einmal für Jaguarspeer. Meat Smoker. Hört sich interessant an. Vielleicht macht der das Essen dann auch länger haltbar. Kann ich hier sonst irgendwas machen? Wieso kommt da Blut raus? Der ist ja wohl schon ein bisschen länger tot. Gut. Kann ich auch nicht ändern. Scheint aber nichts mehr zu geben hier. Oder kann ich da irgendwie durch? Nö. Okay. Dann haben wir die Höhle auch erkundet. Stehen also wieder auf, trinken noch den Rest hier und düsen weiter. Hä? Mein Gott, habe ich mich jetzt erschrocken. Wo kam... Was ist denn das jetzt? Nein, ich möchte das nicht. Kann das weggehen? Ja, super. Sehr, sehr gut. Okidoki, Antischoki... Hier haben wir wieder Potatoes.
Aber wir wollen ja keine Potatoes, Potatas, sondern hier ist eine Brücke und über die wollen wir gehen. Hab ich gehört. Habt ihr das auch gehört? Ich bin heute schon wieder super witzig. Ich merke schon. Da hinten ist noch ein Boot. Ich wollte jetzt mal kurz hier in die Ecke gucken, aber da ist nichts. Das heißt, ist das wieder irgendein Gold, oder? Ja, Gold. Cool, cool, cool. Jetzt würde ich sagen, wir lassen den Teil der Insel mal kurz aus und kümmern uns hier um den rechten. Denn ich glaube, der führt uns zu irgendwas richtig Special-mäßigem. Bin mir natürlich nicht sicher, aber... Ach, übrigens bin ich auf dieser Insel schon auf eine schwarze Witwe gestoßen und habe sie erfolgreich beseitigt. Da war ich? Nein. Also dann einmal weiter hoch. Beziehungsweise. Oh shit. Ich weiß gar nicht. Wo ist es? Da. Was war's? Hier an der Wolfsspinne, okay. Die stört mich jetzt nicht so sehr. Ich glaube, hier ist nichts. Also einmal nach oben gedüst. Ganz schnell. Oh, hier müssen wir lang, um raufzukommen. Aber wir schauen natürlich erstmal hier hinten. Denn zu finden gibt es ja eigentlich überall was. Okay, außer hier. Haha. So, dann einmal über dem Baumstamm. Hallo? Bitte bleib gerade. Super. Könnte mich natürlich auch wieder hochbuggen, weil ich komme ja hier easy peasy hoch. Das machen wir jetzt auch, weil das einfacher ist. Und da hinten ist der Leuchtturm. Ist hier irgendwas? Vielleicht komme ich da hoch? Okay. Nee, hier ist nichts. Schade. Lass mich mal durch. Hallo. Bist du deppert? Was tut der Baum mit uns? Also sag mal, du bist doch bescheuert. Aber dann so, ne? Hier ist der Zugang. Da kommt man nicht durch. Und hier hinten müssen wir uns auch umschauen. Wie spät haben wir es denn? 3.48 Uhr. Ja, ein kleines bisschen beeilen müssen wir uns dann schon. Da unten sieht es auch cool aus. Guck mal, da, was da überall rumliegt. Das ist auf jeden Fall auch eine Reise wert. So, ganz schnell durchs Gebüsch über diese Brücke. Ich hoffe, sie... zerfällt nicht. Sieht aber stabil aus. Und wir sind drüben. Ja, Wollinger. Ich frage mich ja auch, wann wir den Code bekommen für diese Schließkassette. Hier ist eine Sticky Note, schwebend in der Luft. Das heißt, irgendwas muss es doch damit auf sich haben. Ich bin aber eigentlich auch blöd, dass ich die nicht lese, weil es könnte ja sein, dass die uns irgendwie auch Standorte verraten von irgendetwas, was vielleicht wichtig sein könnte. Da unten ist unser kleines Schiffi. Können wir ja nachher mal reinschauen in die Stickies. Aber ich will zu dem Leuchtturm. Aber ich will nichts übersehen. Und es wird dunkel. Das finde ich nicht so schön. Aha. Okay, Nationalflag, Nationalflag. Aber ich habe ein volles Inventar. Deswegen werde ich die nicht mitnehmen. Sah aber schön aus hier. Der Leuchtturm und alles. Ob wir denn hier noch irgendwo was hängen? Nicht, ne? Wow, ich sehe nichts. Leute, hallo? Okay, okay, okay. Wo ist der Aufgang?
Der war hier hinten, ne? Was ist das? Peppermint Teabag. Okay, den will ich aber schon mitnehmen. Was können wir denn rausschmeißen? Die hier. Weil die finden wir nämlich überall. Deswegen. Was? Ich kann nur einen mitnehmen? Ist doch nicht dein fucking Ernst. Bug. Dingsy Dingsy brauche ich auch nicht. Ich habe irgendwie Schiss runterzufallen. Wird schon schief gehen. Vielleicht können wir den ja aktivieren. Und wir haben wieder einen Wilson. Doink. Aber so viele Wilsons brauchen wir gar nicht. Das heißt, wir droppen ihn mal darunter. Und haben jetzt hier One Slice Flag. Aber ich glaube nicht, dass wir die brauchen. Das kann ich auch nicht kaputt machen. Das heißt, das Einzige, was hier jetzt von Bedeutung wäre, wäre das Schlangenamulett. Oh, und das kann ich jetzt tragen, oder was? Nee, also doch, aber ich muss es natürlich wieder unten ablegen. Was für ein Schmarrn. Okay, Leute, dann würde ich mal sagen, ich gehe mal runter zum Boot und überspringe natürlich die Nacht und dann schauen wir mal, wo wir uns wiedersehen. Söderle, wir haben geschlafen, wir haben gegessen. Jetzt müssen wir natürlich noch was trinken. Ach shit, steht die jetzt eigentlich wieder oder habe ich die... Ach Mann, ich bin doch auch so eine hohle Nuss. So, die müssen wir unbedingt wieder aufstellen. Denn er wird bald Durst haben. Also gut, dann würde ich doch mal sagen, laufen wir in die Richtung, weil in der anderen sind wir ja jetzt schon gewesen. Und vielleicht lässt sich ja hier auch noch irgendwas Cooles finden. Außer Kacke. Und dann wollten wir uns mal die Sticky Notes angucken. Das können wir eigentlich auch mal gleich machen. Das war hier, nicht wahr? Jetzt weiß ich nur nicht wo. Aha, hier. I found this note. Welcome, bla bla bla. Der einzige Weg nach draußen ist es, den Radio Tower zu reparieren. Das Problem ist, dass der Manuel irgendwas unter Wasser gekommen ist während dem Crash. Wir sollen Material sammeln und es fixen. Da ist eine Powerbox auf dem Tower und da braucht sie einen Key, um sie anzumachen. I will most likely have it on me whenever I die. Aha, also wir müssen seinen Body finden, um dann tatsächlich auch das, den Code zu kriegen. Du musst alle Notizen finden, um zum Code zu gelangen. Mhm. Okay, da haben wir 25% erst. Und was ist das? Logan Harper Note? Okay, das scheint jetzt aber erstmal nichts Wichtiges zu sein. Ja gut, dann wissen wir natürlich auf jeden Fall schon mal, dass wir hier noch tausende Sticky Notes sammeln müssen. Okay. Kann man mal machen. Wir haben ja noch eine Insel oder noch ein paar mehr. Das weiß ich ja gerade noch nicht. Das werden wir sehen. Da unten ist, glaube ich, ein Metallstück. Ich wollte gerade sagen Blueprint, weil es irgendwie so bläulich aussah. Aber nein, es ist nichts Wichtiges, glaube ich. Hoffentlich tut es... Ah, nee, tut sich nicht weh. Sehr schön. Hier haben wir ein Autowrack und das können wir auch zerlegen. Das ist sehr, sehr gut zu wissen, denn wir müssen ja den Radio Tower fixen. Und hier haben wir auch wieder jemanden, der aber nicht blutet. Lass mich mal... Nee, wir nehmen den Speer, damit geht's schneller. Was haben wir? Nur Clove, Kakerlacker. Mehr nicht. Und keine Sticky Note bei dem Typ. Der ist wahrscheinlich mit dem Schiff da gekommen. Und ich bin durstig, ich muss was trinken, ich weiß. Na gut, schauen wir mal zum Boot hin. Was es hier so gibt, außer dem Fass.
Aber auch hier sieht es nicht so aus, als wäre irgendeine Notiz dran. Geh kaputt. So, hier ist eine Piratenflagge und wieder Kleidung. Na, ganz großes Kino. Also wieder auch nichts Wichtiges. Kühlschrank. Vielleicht gibt es ja hier noch irgendwas wie eine Höhle. Aber wir müssen uns halt leider auch irgendwie jeden bekackten Stein anschauen. Weil es ja sein kann, dass überall diese blöden Notes dranhängen. Das ist natürlich nicht so toll. Jetzt regnet es, das heißt, unser Ding wird wenigstens voll. Und dann würde ich sagen, dass wir uns kurz auf den Weg dahin machen, damit ich was trinken kann. Und dann fälle ich vielleicht ein paar Bäume, damit wir wieder Kokosnüsschen haben. Weil die machen den Durst nämlich auch ein bisschen weg. Na gut, let's go. Ach, das ist der Pilz. Der Pilz. Was ist das? Berry. Die können wir... Ups. Auch mal mitnehmen. Vielleicht gibt uns die auch Wasser. Ja, komm, nimm alles mit, was du kannst. Und dann schauen wir schnell nach, ob die auch Wasser voll macht. Nein, okay. Dann war es umsonst. Hier haben wir noch Lemongrass. Lemongrass. Gut, auf geht's. Auf zu unserer Wasserquelle. Und da ist schon ein bisschen was drin. Okay, solange es weiter regnet und sich das füllt, ist das super. Was haben wir hier? Ginger. Habe ich aber ja noch dabei, deswegen brauche ich das jetzt nicht unbedingt. Wir erkunden jetzt mal die andere Seite, beziehungsweise... Sind wir eigentlich hier schon durchgelaufen? Müssen gucken. Ja, guckt an. Ich hab's doch... Ekelspinne, Ekelspinne. Weg. Hier sind wir also noch nicht durch, denn wir haben hier Shark Repellent. Repellent. However. Und das hat man vorher noch nicht gefunden. Sehr gut. Haben wir das auch? Was ist denn hier? Nix. Geh mal weiter. Und schauen uns mal die andere Hälfte an von der Insel. Hier haben wir einen Broken Computer. Schade, aber er hätte uns eh nichts genutzt, weil es hier bestimmt keinen WLAN gibt. Überall liegen Muscheln, aber keine verkackte Ding. Flaschenpost. Hier ist auch nichts dran. Nö. Na gut. Dann weiter. Was ist das? Eine Mikrowelle? So, und ich weiß nicht, ob es hier jetzt noch irgendwas gibt. Außer diese wunderschöne Schildkröte. Und diesen Mr. Krabs. Schleich dich mal. Fleisch habe ich genug von der Schildkröte, die ich gebraucht habe für das Wasserding. Hier ist wieder eine kaputte Lampe. Also kaputtes Zeug. Uah, nein, weg. Ich stech dich zuerst, du Lappen. Kaputtes Zeug findet man hier wirklich genug. Hier haben wir wieder ein kaputtes Boot und da hinten ist auch wieder was Abgestürztes.
Und wie spät ist es schon wieder? 3.21 Uhr. Hey, der Tag vergeht so schnell. Wow, was geht denn hier ab? Una Canona. Und lauter Beutel. Kann man die kaputt machen? Nein. Schade, hätte irgendwas drin sein können. Aber die kann ich kaputt machen. Was geht hier? Wieder nix. Sehr, sehr schade. Hier war anscheinend... Oh mein Gott. So. Oh, Leute. Vielleicht dich. Meine Gesundheit ist low. Geh weg, du Pisse. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Hä? Ach, blöde Scheiße. Hey, wir sind wieder da. Aber was ist hier los? Wieso sind wir unter Wasser? Und so weit von unserer Insel weg. Ja. So, jetzt lass mich mal kurz überlegen. Das Einzige, was jetzt nicht gespeichert wurde, war doch tatsächlich der Blueprint, den wir da jetzt noch in der Höhle gefunden, also in dem Durchgang gefunden haben. Deswegen müssen wir das hier wieder neu platzieren. Und dann will ich mal gucken, ob dieser Blueprint jetzt noch da liegt oder nicht. Und wenn ja, dann erinnert mich dran, dass ich ihn später wieder mitnehme. Ja, er liegt noch da. Ja, okay, wisst ihr was? Wir nehmen ihn gleich mit. So, und dann müssen wir halt gucken, dass wir einfach nicht in die Nähe von diesem Vieh kommen. Wird wahrscheinlich schwierig. Aber naja. Düsen wir einfach die Richtung lang. Bis wir zu der Stelle kommen, an der wir gerade auch waren. Hier gibt es ja auch noch einiges zu sehen. Und dann passt das, glaube ich, schon. Mann, habe ich mich wieder erschrocken, echt. Solange er jetzt nicht hier irgendwie auf der Lauer liegt, ist alles tutti. Das macht ein Stein. Einfach nur ein Steinchen. Da ist ein Skorpion, der aber gerade wegdüst, oder? Wohin rennt er denn? Du könntest mal zu dem Leopard und ihn vielleicht stechen. Oha, da sind sogar zwei. Okay. Macht uns gar nichts. Ich bin nämlich sowieso weg von euch. Denn ich will mich doch hier umschauen. Hier hat es jetzt wieder ein kaputtes Boot und... Oh, seht ihr? Ah ne, das ist eine Hornisse. Hier hat es wieder ein Fass. Das machen wir natürlich kaputt. Und da ist auch nichts Wichtiges drin. Ich nehme jetzt das Seil mal mit, weil sicher ist sicher. Seile brauchen wir immer. Hier haben wir wieder einen Fernseher. Und halt so das übliche Zeug. Aber keine weitere Sticky Note. Das ist belastend. Will da gar nicht mehr hingehen. Jetzt wo ich weiß, dass dieser Tiger da ist oder Panther oder Leopard? Hä? Wo ist er jetzt hingespawnt? Hat er das gesehen, aber einfach weg. So, okay. Das heißt, wir sind hier jetzt auch einmal rum und wir müssen uns jetzt leider hier in die Tiefen dieses Scheißdschungels begeben. Das gefällt mir nicht. Aber der wurde wahrscheinlich auch einfach nur getriggert. Kann ich mir vorstellen, so wie die Haie, als ich da was kaputt gemacht habe. Weil die Haie sind ja auch erst gekommen, nachdem ich diese Fässer unter Wasser weggemacht habe. Ich weiß halt aber natürlich nicht, ob hier tatsächlich irgendwas Wichtiges ist in den Dingern drin. Oh Mann, jetzt bin ich schon wieder runtergefallen.
Lass uns mal hier rauf, da sind mir... Da fühle ich mich zumindest sicher. Blueprints. Sehr schön. Ist irgendwer in Sicht außer der Komodo? Nein. Gut. Einmal Blueprint for Trident. Was ist das? Und Oceanic. Oceanic Seasoning. Gehen wir in unser Büchlein. Das hatten wir und noch was anderes. Meat Smoker ist auch geil. Und was wir noch hatten, war Shark Repellent. Useful only against sharks. Man braucht dafür Koka. Ja, Leute, und an der Stelle ist mir dann leider mein Mikro irgendwie abgeschissen. Ich habe hier aber auch nicht mehr viel gemacht. Ich habe hier noch alles durchsucht, habe noch eine Sticky Note gefunden und das war's an der Stelle. Leute, ich habe gespeichert und da ist mir aufgefallen, dass mein Mikro irgendwie keinen Ton aufgenommen hat. Ich hoffe natürlich, dass das nicht den ganzen Part über jetzt so war, sondern dass es jetzt wirklich nur so ein bisschen ist. Auf jeden Fall habe ich jetzt gespeichert. Das heißt, alles, was wir bisher gefunden haben, ist auf jeden Fall safe. Und dann würde ich halt sagen, dass wir auf jeden Fall jetzt nochmal uns hier den restlichen Urwald anschauen. Und wenn dann ein Jaguar kommt, dann ist es mir tatsächlich auch wurscht, weil gespeichert ist immerhin gespeichert. Und hier liegt noch eine Kokosnuss von meinem gefällten Bau. Super, das gibt uns auch wieder Wasser und Essen. Und eigentlich, ganz ehrlich, will ich auch gar keinen Jaguar töten, wenn ich nicht muss. Das sind nämlich so schöne Viecher. Und viel zu schade, um irgendwie sterben zu müssen. Aber es ist ja nur ein Spiel und ich bin ja sonst auch immer eiskalt. Mein Spaß. Okay, hier ist jetzt nichts. Komodo. Ah ja, geh mir nicht auf den Sack. Und die Spinne auch noch. Könnt ihr euch nicht gegenseitig irgendwie jagen? So, schön mit Ö. Ich düse jetzt hier rauf. Weil ich gucken will, ob hier was ist. Und hier ist nichts. Kommt der mir hinterher? I don't think so. Okay, okay. Dann weiter. In diese Richtung. Gibt es noch irgendwelche Blueprints hier? Oder irgendwas anderes? Nicht, dass ich jetzt sehen würde. Oh, da ist er. Da ist er, Leute. Was macht der da? Der bewacht doch irgendwas, oder? Wo ist er? Ich sehe ihn nicht mehr. Wartet mal, ich kann mich doch anschleichen. Sneaky Peaky, der ist doch hier in die Richtung gedüst. Ach Mann. Was ist denn jetzt schon wieder da? Eine blöde Drecksspinne. Und ich habe die Koka-Pflanze entdeckt. Ja, toll. Wo ist er jetzt hin? Einfach weg. Junge, er ist einfach weg. Belastende Angelegenheit. Sehr, sehr doof. Ach nö. Was war das? Skorpion. Ja, okay, aber hier sieht mir jetzt nicht so aus, als wäre noch irgendwas. Wir schauen jetzt nochmal hier an der Felswand. Ob ich da irgendwas sehe. Aber da ist nichts. Okay, sehr schön. Dann möchte ich noch ganz kurz einmal zum Leuchtturm raufdüsen, bevor es wieder dunkel wird. Ich hoffe, ich schaffe das. Weil wir ja auch da erst waren, als es schon fast finster war. So, schnell rauf mit uns. Wir hängen keine Sticky, oder? Nö. Ja, geh halt nauf. Unser Speer hat auch nur noch 9%. Müssen wir dann auf jeden Fall auch mal schauen.
Okay, wir sind da. Irgendwas übersehen. Ja, schaut hier. Nämlich genau das. Deswegen... Ach scheiße, mein Inventar ist ja jetzt wieder... Nein, es wird schon wieder dunkel. Auf mit uns. Schnell. So, ist hier an der Seite irgendeine Note? Nope. Hier drin? Auch nicht. Was ist hier? Doch, hier ist noch eine Journalpage. Und das war die One-Size-Flag. Hängt hier irgendwas dran? Nein. Okay. Nee, ich denke, dann haben wir tatsächlich hier soweit alles gesehen, was man sehen kann. Wie immer natürlich, Leute, wenn ihr noch irgendeinen Platz wisst, wo ich was übersehen habe, schreibt es mir wie immer in die Kommentare. Ich gehe jetzt speichern und das Video beenden. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Insel Nummer 4. Oder was heißt wieder? Wenn es heißt Insel Nummer 4. In dem Sinne, meine Lieben, macht's gut, habt einen schönen Abend und bis dann. Bye, bye.